Bella, willst du in mein YouTube-Video? Mausi! Hallo, willst du Schmus mit mir? Ich hau mal, da bist du. Oh Gott. Mit Beine überkreuzt. Sassy Queen. I love you, girl. Guten Morgen, Guys! Es ist tatsächlich gerade noch ziemlich früh am Morgen. Also ich habe mir heute vorgenommen, dass ich ein bisschen früher aufstehe, damit ich richtig viel Zeit habe für diesen Tag heute. Und zwar, mein Freund hat morgen Geburtstag und er wird einfach 20 Jahre alt, was so crazy ist. Weil für mich war, also der Fakt, dass er jetzt 20 wird, bedeutet, oh mein Gott, wir werden sowas von alt. Wir sind ja ziemlich gleich alt, bedeutet, ich werde auch so in einem halben Jahr einfach 20. What's going on, Guys? Auf jeden Fall ist er so einer von diesen Leuten, der so sagt, nee, mein Geburtstag ist mir nicht so wichtig. Ich weiß nicht, was ich da machen will und so. So das komplette Gegenteil von mir. Ich bin so, wenn ich Geburtstag habe, mein Geburtstagsmonat ist schon mein Geburtstag. Da wird jeder Tag gepriesen wie kein anderer. Also ich bin so voll das Gegenteil. Und deswegen, immer wenn Leute so sagen, ja, ich mag meinen Geburtstag gar nicht und so, dann bin ich so, honey, what do you mean? Nee, und dann habe ich so das Bedürfnis, das doppelt cool zu machen, den Geburtstag, damit die Person so sagt, okay, jetzt liebe ich Geburtstage. Also ich glaube, keine Ahnung, ich denke, das ist irgendwie auch so ein Ding so bei Mädchen, dass sie halt, weil wir auch sehr viel so romantisieren und sowas. Ich glaube, um ehrlich zu sein, viele Jungs feiern ihren Geburtstag jetzt nicht so mega krass. Und das ist auch völlig okay. Aber ich dachte mir dieses Jahr, ich will mein Allerbestes geben, weil es eben auch so der 20. ist. Und das ist so diese besondere Zahl. Die Teenager-Years sind inoffiziell vorbei. Und deswegen habe ich ganz viel vorbereitet. Beziehungsweise, nee, ich habe eigentlich legit noch gar nichts vorbereitet. Dafür ist eben genau dieser Tag heute. Und ich gebe euch jetzt mal so ein ganz kurzes Briefing, was wir jetzt in diesem Video alles machen. Ich werde jetzt gleich zu meiner Oma fahren, weil wir haben uns gedacht, dass wir gemeinsam einen Kuchen backen. Wie gesagt, Leute, hier volles Programm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie genau der aussehen wird, aber ich habe auf jeden Fall so einen schwarzen Kuchen vor Augen mit so weißer Zuckerschrift und wahrscheinlich einfach sowas wie Marmor. Sowas, was halt so ein Marmorkuchen, was halt einfach jeder mag. Das wird gut. Danach muss ich irgendwo, und ich bin mir noch nicht sicher, wo ich da genau hin werde, Geschenkpapier kaufen gehen, Geschenktüten und irgendwie so, ich weiß nicht, wie das heißt, so Krepppapier oder sowas, dass man so in diese Tüten machen kann, damit das so ein bisschen cuter aussieht. I don't know. Die Sachen muss ich irgendwo besorgen. Dann gehen wir in so einen Laden, wo es so Helium-Luftballons gibt. So diese richtig, richtig fetten, großen. Ich habe so vor Augen eine schwarze oder eine blaue 20. Mhm. Und dann so ganz viele kleinere Luftballons, die da halt auch so ein bisschen irgendwo einfach mit rumschweben. Dann werde ich euch einmal meine Geschenke zeigen und dann müssen wir gucken, dass wir die richtig, richtig süß einpacken, weil das ist definitiv eine Schwäche von mir, das kann ich gar nicht. Dann bereite ich vielleicht noch ein anderes Geschenk vor und dann werden wir auch schon zusammen so ein bisschen das Setting vorbereiten. Also ich freue mich so sehr auf den heutigen Tag, ich liebe solche Sachen. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen beeilen, wir gucken gleich mal, was ich anziehe für meine Oma. So, das ist jetzt einmal mein fertiger Look, warum sehen meine Haare gerade einfach komplett rot aus. And that's the fit. It's giving Kim Possible, Kim K. Kim K ist Kim Kardashian. It's not giving Kim K, aber es gibt Kim Possible. So, wir haben jetzt 9.30 Uhr. Bella und ich haben es ins Auto geschafft. Meine kleine Maus immer mit dabei. Und jetzt fahren wir zu meiner Oma. Es ist gerade zum Glück extra noch die schwarze Paste angekommen für den Kuchen, was ich meinte, weil ich will den ja so schwarz machen. Luckily, weil sonst wäre das nichts geworden. Also es war ein Briefkasten. Es ist ja schon seit Tagen im Briefkasten. Ich habe es einfach nicht gesehen. Aber die wilde Fahrt geht jetzt los. Oh mein Gott, ich komme hier rein bei meiner Oma. Was ist das denn? Das war mein Haarband, das ich früher zum Schminken benutzt habe. Girl. Hallo? Aha, im Bademantel. Hallo? Meine Oma hatte hier schon ein bisschen was vorbereitet. Keine Ahnung, was das genau wird. Und hier ist ganz viel Butter. Mit was soll ich anfangen, Oma? Rührgerät. Rührgerät. Wo ist das Rührgerät? Ich habe eben meine Oma gefragt, wie lange wir brauchen für den Kuchen. Und dann sagt sie, nee, der Kuchen, der ist schon längst gemacht. Ich dachte, wir backen den hier zusammen. Aber jetzt machen wir gerade noch nur die Torte, also die Creme oben, müssen wir schwarz einfärben. Dann kommt das noch hier drauf und dann müssen wir uns überlegen, welche Schrift in weiß. Aber wurde hier schon die Hälfte alles gemacht. Das hier circa ist unsere Inspo. Und das Problem ist, es ist nicht ganz tief schwarz bei uns geworden, weil wir zu wenig Lebensmittelfarbe haben. Aber ich finde, es sieht gut aus. So ein bisschen grau ist ganz süß.
Das ist jetzt hier einmal kleiner Zwischenstand. Ich finde, das sieht eigentlich sehr, sehr süß aus. Und jetzt machen wir hier mit der weißen Farbe noch Schrift. Wahrscheinlich irgendwie 20 Baby. Ich habe überlegt, Skorpion, weil das Skorpion ist, aber wahrscheinlich einfach nur 20. So, Kuchen ist ready. Ich bin back im Auto. Ich zeige euch den dann nochmal gleich komplett. Ich habe so Schiss, jetzt loszufahren, weil ich bin ja alleine. Und ich habe den jetzt eben hier in den Fußraum gestellt. Aber wenn der irgendwie rechts, links beim Bremsen hier an das äußere Teil kommt, dann ist der kaputt. Deswegen, ich fahre jetzt ganz vorsichtig. So, ich bin jetzt direkt schon auf dem Weg in diesen Laden, wo ich euch erzählt habe, dass ich irgendwie noch Luftballons einmal kaufen muss. Und ich habe einmal mit meiner Mom gequatscht. Es gibt so einen Laden, wo es so legit alles für so Feierartikel und so, was ihr euch vorstellen könnt, irgendwie gibt. Also auch so Deko, bla bla bla. Fahr doch. Achso, ich muss fahren. Lol. Anyways. Also es gibt wohl so einen Laden, wo man so komplett alles kaufen kann. Da gehe ich jetzt einmal hin. Und mein Plan hat sich jetzt auch einmal geändert. Ich meinte ja, ich will nur so Zahlen und so weiter ein bisschen kaufen. Aber ich dachte mir, ich liebe den Mann so sehr. Er verdient einfach die ganze Welt. Deswegen, ich kaufe jetzt einmal Zahlen. So ganz, ganz große Luftballonzahlen mit Helium. Dann kaufe ich normale Luftballons in verschiedenen Farben. Ich will so eine Girlande, wo so steht Happy Birthday. Dann will ich so Tischdeko kaufen. Ich will so Tüten und sowas. Also richtig, richtig viele Sachen. Und das dann alles in derselben Farbe. Also ich habe so überlegt, Farbwelt, so ein bisschen schwarz, silber, weiß, vielleicht auch ein bisschen blau, irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, ich denke, ich werde basically einfach so alles mitnehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Aber ich muss mich jetzt mal aufs Fahren konzentrieren. Ich bin hier so halb beim Fahren, halb beim YouTube-Video drehen. Ich bin auch wirklich zur dümmsten Zeit überhaupt gerade losgefahren. Ich muss richtig in die Stadt fahren und ich stehe einfach die ganze Zeit im Stau. Es ist so schlimm und vor allem, ich habe richtig Schiss, dass wenn ich dann in den Laden gehe, dass da so 100 Leute gefühlt drin sind, weil es ja auch bald Halloween und wenn das so ein Feierladen ist, dann sind da halt safe auch viele Leute, die diese Halloween-Stuff kaufen wollen. Und dann, immer wenn ich so in der Öffentlichkeit bin und dann hier meine Kamera raushole und anfange mit mir selber zu reden, das ist mir immer unangenehm. Da gucken die Leute mich immer an, ne? Deswegen, ich hoffe, es ist nicht viel los, aber wir sehen uns gleich drin wieder. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Laden so nette Mitarbeiter gesehen. Die waren einfach so cute zu mir. Also du musst ja auch diese ganzen Luftballons und so weiter hier auffüllen. Ey, ich kann nicht mehr. Ich würde da so gerne arbeiten. Die waren so, jetzt pass mal auf, dass du nicht wegfliegst. Ne? Musst du gut festhalten. Und ich war so, stopp. Ihr seid so süß. Auf jeden Fall, ich muss jetzt genau so Auto fahren. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Hier sind so, keine Ahnung, irgendwie 8 Luftballons. Hinten im Kofferraum habe ich die Zahlen. Also quasi die 2 und die 0. Die 20 ist da hinten drin. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Ich muss eine halbe Stunde oder so nach Hause fahren, das wird interesting. Aber ich sag's euch, ich bin so happy in meiner Tasche. Hier sind auch die ganzen Sachen, die ich sonst noch gekauft habe. Also so Krimskrams und sowas kriegt ihr gleich noch, wenn ich zu Hause bin. Aber I loved it. Ich will das auch jeden Tag machen. Oh mein Gott, hey girls. Ich hab's irgendwie tatsächlich nach Hause geschafft. Und jetzt kann ich euch auch einmal ganz kurz diese riesengroßen Luftballons hier zeigen. Es ist wirklich, da bin ich wieder so stolz auf mich, 100% genau das, was ich wollte. Ist genau meine Vision. Ich habe hier einmal 5 silberne Luftballons und dann haben wir hier 3 Stück in so einem wunderschönen Schwarz, passend zu der 20 hier. Na Hammer, wie wunderschön ist das? Wie rum ist denn das hier gerade? 20? Anyways, ihr wisst, was ich meine. Sieht so schön aus. Dann bin ich in diesem Shop generell noch ein bisschen eskaliert. Also ich habe einmal so eine Konfetti, wie nennt man das, so, wo man so schmatt und dann kommt da so Konfetti raus. Super unnötig, aber ja, ich weiß nicht, ich war ein bisschen so in meinem Rausch und ich war so, oh mein Gott, das muss der beste Geburtstag seines Lebens werden, deswegen Konfetti. Auch Silber, also alles derselbe Stil. Dann habe ich hier einmal so eine Art Geschenkpapier. Ich habe das überall gesucht. Das ist so wie so eine Art Krepppapier, so ein bisschen, dass die Geschenktüten so schöner aussehen. Ich glaube, das wird sehr cute. Dann dachte ich mir, wie lustig, wenn er mich einfach morgen sieht und ich habe so ein Happy Birthday Ding auf. Hier ist so ein Haarreif, da steht so Happy Birthday. Auch in Silber. Was soll ich sagen? Dann wollte ich ja hier so eine Girlande, die ich dann noch so in den Hintergrund, noch mal hinter den Luftballons und hinter der 20 so ein bisschen aufhängen kann. Ich glaube, die muss ich selber aufpusten. Darauf habe ich halt gar keinen Bock. Dann hier weiße Kerzen für den Kuchen. Und noch eine silberne Sache, und zwar Luftschlangen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu krass jetzt mittlerweile hier von den Farben ist, aber ist halt ein Theme. Das müssen wir durchziehen, Mädels. Das müssen wir durchziehen. Und zu allerletzt diese silbernen Tüten hier habe ich 3-mal noch gekauft für seine Geschenke, dass ich die dann so einzeln auf den Tisch stellen kann. Und das Ding ist, er weiß halt wirklich gar nichts davon. Also, dass ich jetzt irgendwas irgendwie für ihn vorbereite oder so, weiß er gar nichts davon. Und er schläft heute bei mir. Und deswegen bin ich so,
Honey, was, wenn du das Zeug hier siehst? Und deswegen dachte ich mir, ich mache das einfach in mein Ankleidezimmer, weil das ist so unordentlich, da geht nie irgendjemand rein. Und er vor allem nicht, deswegen sonst im Keller, aber ich traue mich da nicht rein. Wie ich gerade schon 10 von diesen Dingern aufgeblasen habe und gleich das Gefühl habe, dass ich in Ohnmacht falle. Aber es geht actually voll easy. Guck mal, wie schnell. Hä? Ich gerade, ohne Spaß, es ging so schnell. Und da haben wir unser A. Und jetzt finally hier zu seinen Geschenkchen. Seit ich mit meinem Freund zusammen bin, habe ich so gemerkt, immer so bei Feiertagen, sowas wie Geburtstag und Weihnachten und sowas, er mag sich, wenn ich ihm so teure Sachen schenke. Also ihm bedeutet sowas wie zum Beispiel jetzt das mit den Luftballons und diese ganze Deko und sowas. Sowas bedeutet ihm viel mehr, als wenn ich ihm so richtig teure Sachen schenke. Aber ich wollte ihm trotzdem so ein bisschen was Teures einmal kaufen, weil ich weiß, dass er da so viel mit anfangen kann. Und zwar habe ich ihm Fußballschuhe gekauft. Er hat so lange immer gesagt, er braucht neue Fußballschuhe, bla bla bla. Und dann hat er sich einfach vor einer Woche oder so neue gekauft. Und ich wusste die ganze Zeit schon, er kriegt diese Schuhe von mir. Und ich war so, oh mein Gott. Aber ich glaube, die sind trotzdem noch mal viel, viel besser als die, die er jetzt aktuell hat. Und ich hoffe, das ist hier gerade alles richtig. Yay! Ich kann halt gar nichts einfach damit anfangen. Ja, das sind halt irgendwie so Fußballschuhe. Und warum sind Fußballschuhe eigentlich so crazy teuer? Das ist halt einfach so, das ist halt einfach so ein random Ding so. Ja, auf jeden Fall, ich finde die aber trotzdem richtig, richtig, richtig schön. Ich hoffe halt, dass er damit jetzt überhaupt noch irgendwie was anfangen kann, weil er hat sich halt jetzt schon andere gekauft. Und die Sache ist, die sehen sogar so ähnlich aus, Junge. Ich bin fast eskaliert. Die sind auch so schwarz und so die ähnlichen Farbtöne. Aber egal, wenn die nicht passen, dann schicken wir die einfach zurück. Aber ich denke, er wird es trotzdem voll feiern. So habe ich mir das dann hier mit den Tüten vorgestellt, dass das da einfach so ein bisschen so süß rausspitzt, dieses Papier. Und die anderen zwei Geschenke sind Sachen, die er Real Talk immer von mir bekommt, egal ob zu Weihnachten oder zu Geburtstag oder whatever. Socken und immer dieselben Socken und Boxershorts. Und ich habe ihn so auf Undercover so gefragt, erzähl mal, was sind eigentlich deine Lieblings-Boxershorts-Brands? Hat er mir so 10.000 Brands aufgezählt und meinte so, das und das und das ist da cool und das ist da. Und ich war so, okay. Hat mir so rausgefiltert, was er cool findet und dann habe ich die gekauft. Hier habe ich jetzt meine drei Geschenktütchen und die muss ich jetzt auch noch mit in mein Ankleidezimmer stellen. So sieht es jetzt gerade aus. Also es ist hier alles super gut verstaut. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ich bin so excited. Guten Morgen, Leute. Wir haben gerade 9 Uhr. Und ich bete die ganze Zeit, dass mein Freund nicht irgendwie vorher aufwacht. Eigentlich habe ich ihm gesagt, du darfst morgen erst aufstehen, wenn ich dich aufwecke. Ich habe auch gehört. Aber ich habe so Angst, dass er irgendwie aufs Klo geht oder sowas, weil dann ist die ganze Überraschung im Arsch. Und ich vor allem, ich war so, okay, ich muss mich jetzt erstmal fertig machen, bevor ich jetzt diese Überraschung jetzt aufbaue. Ich will mich ganz leicht schminken. Hat in meinem Bauch, wie viel Hunger ich habe. Anyways, ich konnte auch meine Damen, wir haben jetzt gerade schon Nachmittag, also es ist irgendwie schon gleich 18 Uhr, wir haben schon ziemlich Abend. Mein Freund ist jetzt gerade auch gar nicht mehr da, wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht, wir gehen dann heute Abend noch essen. Deswegen ist er jetzt auch nochmal kurz bei sich zu Hause, dass wir jetzt beide so ein bisschen fresh machen können und auf jeden Fall, oh mein Gott, ich chill hier so die ganze Zeit, aber guck mal, wie wunderschön dieser Hintergrund immer noch ist. Ich bin so verliebt in diese Deko und ich sag's euch, er hat sich so sehr gefreut über diese Überraschung, weil er hat so gar nicht damit gerechnet. Ich habe so gestern zu ihm gesagt, ja, du darfst nicht aufstehen, wenn ich aufstehe und sowas. Und ich meinte so, ja, ich hole dir was zum Frühstücken und so. Ich habe so voll rumgelogen und einmal meinte ich dann so, ja, weil ich will mich fertig machen für deinen Geburtstag und so. Er hat gar nicht damit gerechnet. Also es ist so gelungen, es ist so süß. Ich habe mich so über seine Reaktion gefreut und generell, ich hatte so viel Spaß daran, das Ganze vorzubereiten. Also allein in diesen Laden zu gehen und mir zu überlegen, welche Farben mache ich, welche einzelnen Teile und so. Ich hatte so viel Spaß daran. Also wirklich, das ist meine neue Perle.
Taschen. Guck mal, und da ist die Girlande auch gerade hinten einfach mal runtergestürzt. Jetzt steht da nur noch happy, das Birthday ist weg. Auf jeden Fall, ich hatte so viel Spaß daran und ich glaube, ich werde das jetzt öfter machen. Bucht mich als eure Partyplanerin. Es war wirklich mega. Und ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen und vielleicht gibt es euch ja so ein bisschen Inspo, was ihr so für den nächsten Geburtstag von einer Freundin, von Familie oder irgendwie was machen könnt, weil solche Gesten bedeuten so viel, wenn man sich so Gedanken macht und so, da freut man sich wirklich wie ein kleines Kind drüber. Deswegen, ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr müsst mir unbedingt auf Instagram und auf TikTok folgen, um nichts über mein Leben zu verpassen. Und ich habe euch über alles lieb. Danke fürs Anschauen. Und folgt mir auf YouTube. Like dieses Video und ihr wisst, bla bla bla, das ganze Zeug.